Hier sehen wir die Ernte von einem Rundgang durch den Garten. Eine ganze Menge Tomaten. Da fehlen auch schon ein paar, die haben wir schon gegessen. Kleine und große Tomaten. Das kommt immer explosionsartig. Dann hat man ein paar Wochen lang jede Menge Tomaten, die man alle gar nicht essen kann. Und dann die ganz lange Zeit wieder nichts. Da muss man die wieder kaufen. Und damit ich nicht immer alle verschenken muss und im schlimmsten Falle wegschmeißen muss, werde ich die jetzt versuchen, irgendwie zu konservieren. Mir hat jetzt jemand einen Tipp gegeben, was ich mit den Tomaten machen kann. Und zwar, ich werde sie zu Soße verarbeiten. Aber ungewürzt, nur einfach die Tomaten. Die sind dann auf jeden Fall ein paar Monate haltbar. Ich werde sie in diverse Gläser, die auch nicht zu groß sein sollten, weil man ja immer eins aufmachen muss. Und dann sollte ja auch nichts übrig bleiben von dem Glasinhalt. Man würzt also diese Soße erst dann, wenn man sie fertig macht, wenn man sie gebraucht. Dann kann man die, je nachdem für welchen Verwendungszweck, individuell würzen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich jetzt hier erstmal in kurzen Worten sagen. Und zwar werden alle Tomaten aufgeschnitten, das Grüne, also diese Strunkenden, da rausgeschnitten. Dann kommen sie in einen Topf und werden circa eine Stunde auf mittlerer Hitze geköchelt. Daraufhin wird das Ganze mit dem Pürierstab gehäckselt und zerkleinert, also püriert. Und dann in vorher gut ausgespülte, mit heißem Wasser, Gläser gefüllt und dann zugeschraubt. So, und das Ganze sollte dann schon alles gewesen sein. Das probieren wir natürlich. Als erstes werden wir also die Tomaten einmal abwaschen. Ich habe hier ein Sieb. Da sortiere ich jetzt erstmal die Tomaten rein, die in Ordnung sind. Wenn eine schlechte dabei ist, die kann dann direkt weg. Und ich mache gleich hier die grünen Möpsel ab. Wenn eine noch nicht richtig reif ist, hier oben, da ist ein bisschen grün, das kann man später abschneiden. Die erste Ladung, damit das Sieb nicht zu voll wird, spüle ich erst einmal ab. Hier sind vier, die so ein bisschen weich sind, die legen wir zur Seite. Und dann tun wir gleich die abgewaschenen in den Topf. Der sollte natürlich groß genug sein, dass alle auch nachher wieder da reinpassen. Das sehen wir ja gleich. Nochmal schön abwaschen, das Ganze hier. Obwohl der Topf vielleicht nicht die beste Lösung ist, weil da sollen ja nachher die zerschnittenen Tomaten rein. Das heißt, wir nehmen uns dafür dann erstmal eine Schüssel. Er sucht. Da sind natürlich keine mehr, weil er schon alle gemampft hat. Die erste Schale ist leer. Das sind hier schon mal die kleinen. Hier ist noch eine aufgeplatzte, die ist noch fest, die nehmen wir mit. Jetzt die großen Tomaten, das sind ausschließlich crushed hard. Die gucken wir mal durch. Diese hier ist reif, komplett. Die, ja, das schwarze, das müssen wir nachher mal wegschneiden, aber die geht auch. Die ist schon relativ weich. Ja, die nehmen wir. Die kann man auch noch nehmen. Oh, die ist schon matschig. Die muss leider weg. Schade drum. Auch die waschen wir ab. Das heißt, wir haben jetzt hier einen ganzen Haufen Tomaten, kleine und große, gewaschen. Insgesamt handelt es sich um 2231 Gramm Tomaten. 2230, also 2,2 Kilo. Das Gewicht der Schüssel habe ich schon abgezogen. Das sind 130 Gramm gewesen. Ich habe jetzt hier meine Tomaten, den Topf, den wir vorhin schon mal kurz gesehen haben, ein Brett und ich habe mir mal zwei Messer genommen. Mal gucken, welches besser schneidet. Und jetzt fange ich mal an, die zu zerschneiden und in den Topf zu schmeißen. Dazu geholt habe ich mir jetzt noch so eine Schale. Da schmeiße ich die Strunken rein, die ich da entfernt habe. Und los geht's. Wir sehen hier das Grüne. Das müssen wir schon rausschneiden, bei den großen Tomaten auf jeden Fall. Hier auch
Naja, die sind noch etwas groß, die Stücke. Denk mal, wir schneiden die in mehrere kleine. Vielleicht so. Und dann, wir haben natürlich vorher die Hände gewaschen, rein in den Topf. Mit allem drum und dran. Das sind jetzt die großen Tomaten, die crushed hart. Der Topf ist schon halb voll. Mal gucken, wie viel wir da noch reinkriegen. Kommen wir jetzt zu den kleinen Tomaten. Das reicht vielleicht, wenn man die einfach in der Mitte durchschneidet. Da ist ja nicht so viel Grünes dran. Das können wir einfach dran lassen. Nur bei großen Stücken Grün, also Strunk, schneiden wir es raus. Ansonsten einfach vierteln die Dinger und rein in den Topf. Ja, hier ist ein größeres Stückchen dran. Schneiden wir ab. Das ist sonst sehr mühsam, wenn man hier alles, diese kleinen Dinger abschneiden wollte. Hier sehen wir die fertig geschnittenen Tomaten, die jetzt auf den Herd wandern. Wir stellen die Kochplatte auf mittlere Hitze und machen natürlich erstmal einen Deckel drauf. So. Und jetzt lassen wir das erstmal eine Weile vor sich hin heiß werden. Und zwischendurch werden wir es wohl mal umrühren, das Ganze. So, ein bisschen rühren. Es wird wohl mit der Zeit schon ein bisschen zusammenfallen, das Ganze hier. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht anbrennt unten. Darum gerne mal rühren. Das ist schon ordentlich viel Wasser, was sich hier absetzt. Aber das ist egal. Das wird natürlich nachher alles sehr flüssig sein. Ja, wir sehen, dass da eine Menge Flüssigkeit ist. Es wird schon wieder viel flüssiger hier. Kochen tut es noch nicht, aber es steht kurz davor, denke ich. Schauen wir noch mal rein. Jetzt ist es sehr flüssig geworden, kocht aber immer noch nicht. Ich werde es mal kurzzeitig etwas höher stellen, dass es anfängt zu kochen. Wir stellen es mal auf 3/4. Hier ist der Wasserkocher. Den schalte ich jetzt schon mal ein. Ich habe den mit 1,7 Liter, also Maximum, Wasser gefüllt. Wir brauchen noch etwas kochendes Wasser. Und zwar für Folgendes. Zwischendrin nochmal den Topf. Wir stellen jetzt wieder runter auf halb. Wir sehen, es kommt hoch und köchelt jetzt vor sich hin. Das lassen wir jetzt eine Weile kochen. Ja, er hat gesagt, eine Stunde. Soll das eine Stunde kochen oder soll ich es anmachen und dann nach einer Stunde? Wir lassen es jetzt erstmal kochen. Mal sehen, was sich so tut hier. Und nehmen wir den Deckel wieder drauf, damit nicht so viel weg verdunstet. Hier sehen wir 12 Gläser, beziehungsweise Fläschchen, verschiedene gesammelte Werke. Und dafür brauche ich das im Hintergrund rauschende Wasser, was gleich kocht. Wir müssen die Gläser und Deckel ja desinfizieren. Und das machen wir mit kochendem Wasser. Zack, habe ich hier eine Schüssel hingezaubert. So, und in die Schüssel tue ich jetzt immer erstmal 4 Gläser. Ich nehme erstmal die, wo keine Aufkleber mehr drauf sind. Mache den Deckel ab und lege das da rein. Gucken, ob wir 4 Gläser reinkriegen. Nee, nur 3 wahrscheinlich. Hier ist zwar Schrift drauf, aber die geht nicht ab. So, und gleich, wenn das Wasser kocht, werden die Stück für Stück desinfiziert. Werfen wir in der Zwischenzeit noch mal einen Blick auf den Topf. Wir sehen hier, es kocht und es ist recht flüssig mittlerweile. Und auch die größeren Bestandteile lösen sich langsam auf. Und dadurch wird es natürlich dann auch wieder zähflüssiger.
Ich höre im Hintergrund, dass Wasser kocht. Jetzt werden wir die Gläser desinfizieren. Hier haben wir die Schüssel und der Wasserkocher. Jetzt schütte ich mal hier langsam das Wasser rein. Ich hoffe nicht, dass da ein Glas platzen wird. Bei heißem Wasser weiß man das ja nie so genau. So. Das ganze Wasser ist da drin. Um die jetzt zu drehen und wenden, nehme ich hier mal so einen Greifer, weil das Wasser ist doch etwas zu heiß, um da mit der Hand reinzufassen. So, auskippen. Jetzt kann ich das wohl anfassen, ja, und stelle es dahin. Wir sehen hier die Tomaten überkochen. Das muss man ja im Auge behalten. Ich denke, wir stellen den Herd mal auf ein Drittel oder so runter. Wir wollen ja nicht, dass das überkocht hier. Und den Deckel kann man mit einem kleinen Spalt so mal hier hinlegen. Widmen wir uns wieder den Gläsern. Und das machen wir jetzt mit den anderen Gläsern auch so. Hier sehen wir jetzt die Gläser und noch die Schüssel mit Wasser. Hier ist ein Trichter, den habe ich auch gleich hier mit in dem Wasser einmal desinfiziert, damit wir die Soße nachher schön in die Gläser füllen können. Und das Wasser können wir jetzt wegkippen. Nochmal zurück zu den Tomaten im Topf. Hier ist ordentlich Wasser oben und es kocht. Wir sehen, es ist sehr matschepampig geworden hier. Hier sehen wir den Pürierstab. Hier das Messer dazu. Das können wir schon mal zusammenbauen. So. Ich habe ihn schon mal eingesteckt. Warum geht das Ding denn nicht? Ich habe ihn schon mal eingesteckt. Es funktioniert. Jetzt kocht das Ganze. Seit einer Stunde ungefähr. Wir sehen eine Pampe vor uns. Eine Flüssigkeit mit Tomatenstückchen drin. Jetzt wird gehäckselt. Zum Pürieren nehmen wir es erstmal von der Kochplatte runter. Schieben wir es mal nach da drüben. So. Die Platte machen wir aus. Jetzt nehmen wir uns den Pürierstab. So, jetzt häckseln wir das Ganze mal. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Mal sehen, ich weiß nicht, wie weit das hier rumspritzt. Nochmal rühren und gucken. Aber das sieht nicht so aus, als wenn da noch großartig Stücke drin wären. Das heißt, jetzt können wir das in die Flaschen einfüllen. Unsere Tomatensoße. Ich fülle das jetzt unter zur Hilfenahme des Trichters und eines Schöpflöffels hier vorsichtig in die Gläser ein. Wir sollten aufpassen, dass nichts auf den Rand kommt oder nicht so viel, das am besten gar nichts, damit das schön sauber bleibt alles. Die vollen Gläser stelle ich mal hier an die Seite. Die können wir dann nachher zumachen. Erstmal Stück für Stück alles auffüllen. Ah, da ist ein bisschen auf den Rand gekommen. Dann nehmen wir ein Küchenrollentuch und putzen das einmal ab hier. Ich glaube, dieses hier wird das letzte Glas sein. Auf jeden Fall. Das war's. Jetzt die Gläser verschließen. Der Rand ist sauber. Deckel drauf und fest anziehen. Jetzt sieht es natürlich etwas chaotisch aus hier. Alles schmutzig und bekleckert. Es muss natürlich auch aufgeräumt werden. Das mache ich dann jetzt mal. 8 Gläser bzw. Fläschchen mit Tomatensauce. Die bleiben da jetzt erstmal stehen zum Abkühlen. Manche stellen die Dinger auf den Kopf, manche nicht. Wir stellen die nicht auf den Kopf.
Jetzt werde ich noch ein Handtuch darüber legen, damit die nicht so schnell abkühlen. Und morgen kann man dann gucken, ob auch alle dicht sind. Das merkt man, wenn man auf den Deckel drückt, darf es nicht knack, knack machen. Okay, dann geht es morgen weiter im Programm. Unter diesem Handtuch verbergen sich die Fläschchen Tomatensauce, die wir gestern gemacht haben. Hier können wir mal gucken. Relativ flüssig, aber das macht ja nichts. Später, wenn es benutzt wird, passt das schon irgendwie. Auf jeden Fall müssen jetzt die Gläser nochmal beschriftet werden. Und dazu habe ich hier so eine Rolle mit Aufklebern. Wir machen da jetzt keine großartigen Schilder drauf. Es reicht ja, wenn man weiß, Tomatensauce und das Datum. Den brauchen wir natürlich auch noch diesen Kugelschreiber. Als erstes sollten wir aber überprüfen, ob die Gläser auch dicht sind. Wenn man hier oben drauf drückt, darf es nicht Klick machen. Man sieht, dass der Deckel sich, ja, so kann man es ein bisschen erkennen, dass der Deckel sich eingesaugt hat. Hier auch, hier auch, hier auch, hier nicht. Guck mal hier. Die anderen haben alle sich eingesaugt. Hier kann es aber auch daran liegen, dass die Flasche nicht ganz voll ist. Da war ja der Rest drin. Und so viel Luftpolster hier oben drin. Ich würde dann sagen, diese hier sollten wir als erstes benutzen. Dann wollen wir mal beschriften. Schreiben wir einfach drauf. Tomatensauce. 8.9.24. Und das kleben wir dann einfach auf den Deckel. Genau. Und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Es stellt sich noch die Frage, wie lange ist das haltbar? Keine Ahnung. Es ist kein Essig und nichts dabei. Es ist einfach nur eingekocht. Ich schätze mal, das ist nicht ewig haltbar. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das hier zügig, ja, relativ zügig verbrauchen müssen. Die Tomatensauce kommt jetzt noch in den Schrank. Da steht die kühl und dunkel und wird dann gelagert bis zur Benutzung. Da steht sie nun. Bis auf Weiteres. Das soll es für heute gewesen sein zum Thema, was machen wir mit den vielen Tomaten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer Daumen nach oben, Kommentar und die ganzen Geschichten. Ihr kennt das, Prozedere. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci, 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 wie heißen das jetzt? Also tschö mit Ö.